Ich weiß ja, dass ihr hierauf schon sehr lange gewartet habt, ja. Um genau zu sein, 6 Tage. Ne? Vor 6 Tagen neust du jetzt Video, der reichste Mann der Welt. Digga, das hat 1,3 Millionen Aufrufe nach 6 Tagen. Jules, gib mal was ab. Das ist ehrlich crazy. Das ist ehrlich richtig, richtig crazy. Junge, also ich glaube wieder eine 1 von 10 ist wieder mit gewaltigem Abstand zu den vorherigen Videos, läuft das gut. Wir gehen rein da. Ich hab's, wie immer, ihr wisst es, ich stehe mit Jules in Kontakt, ne? Ich sehe die Videos meistens ein bisschen früher, so 1, 2 Tage. Ich hab's mir noch nicht angeguckt, aber ich habe ein bisschen durchgeskippt. Ich kenne die erste Minute und ein paar random Szenen aus der Mitte und sowas, weil ich mal ein bisschen durchgegangen bin. Aber wirklich kennen tue ich's nicht. Also ich habe sehr, sehr wenig bisher gesehen auf jeden Fall. 142.000 Likes, jetzt einer mehr. Auf geht's, rein da. Ist auch mit Abstand das längste Video von ihm bisher, muss man auch nochmal dazu sagen. Digga, 38 Minuten, das ist einfach nur gestörter Scheiß. Vor vielen tausenden Jahren, vor der Erfindung des Geldes, haben Menschen angefangen, die verschiedensten Dinge miteinander zu handeln. Hey. Es geht schon wieder um Geschichte einfach, ne? Es geht sehr oft um Geschichte irgendwie, sehr oft um die weite Vergangenheit. Hey, für 2 Kühe kriegst du meine 2 Kamele. Und für 20 Kühe kriegst du dieses Bild, was ich auf eine Steintafel geritzt habe. Irgendwann gab es jedoch das Problem, dass jemand keine Kamele mehr brauchte. Dude, ich hab schon 30 Kamele. Und so machte man... Das habe ich eh nie ganz verstanden. Als ob man sich damals nicht schon dabei gedacht hat, so, yo, Kamele, okay, guter Tausch und sowas, guter Handelswert so. Handelswert, wie sagst du denn? Also quasi gute Währung. Kamele oder Tiere sind eine gute Währung. Oder... Früchte oder so eine Scheiße. Junge, es wird doch schlecht. Also, gerade bei Kamelen, du weißt doch nicht, yo, vielleicht haben die ja irgendeine Krankheit und keine Ahnung, was gibt's da nicht irgendwie. Es gibt doch stabilere Währungen als Tiere, so. Die sind krank, die sterben irgendwann so. Ne, es ist doch irgendwie ein bisschen Quatsch. Aus Kupfer, Eisen oder anderen Materialien kleine Münzen, der man einen bestimmten Wert gab. Ja, besser. Stonks. Stonks. So ungefähr wurde Geld erfunden. Und ab diesem Zeitpunkt gab es immer eine Person auf der Welt, die von allen Menschen am meisten Geld... Das nicht mal. Nee, ich sag nichts dazu zu dieser Musik. Gab es immer ich sag lieber gar nichts zu der Musik, eine Digga. Eine Person auf der Welt, die von die Musik. Allen Menschen am meisten Geld besaß. Und das Geld. Nee, Jules, I see what you did there. Ich weiß. Egal. Nahm über die nächsten tausenden Jahre immer verschiedener. Die Musik gibt mir Flash. Reformen an. Und auch die Personen, die am meisten Geld hatten, veränderten sich. Und heute, im Jahr 2023, haben wir Mark Zuckerberg, hat Facebook gegründet, besitzt die beliebteste Social-Media-Plattform der Welt namens Metaverse. Ich dachte gerade, er wollte wirklich Instagram sagen, dann sagt er natürlich nicht. Das verstehe ich bis heute nicht. Das Metaverse verstehe ich bis heute einfach nicht. Vor allem, gibt es das eigentlich schon oder wird es immer noch so krass ausgebaut? Das ist immer noch so eine Beta-Version oder wann ist das fertig oder wen juckt es überhaupt? Also Leute sind sich bei ihm nicht einig, ob er ein Roboter ist. Echsenmensch. Ist eine Echse oder eventuell sogar beides. Because you're human and I was human. I am human. Still, I was. Suck. Bisschen sus, würde ich sagen. Mark Zuckerberg. Seit Jahren schon die Default-Skin-Frisur und kann seine Mimik auf Kommando überraschend privat steuern. Bill Gates hat Microsoft gegründet. Damn, Bill! Was? Wird dafür beschuldigt, dass. Ja, und hat er uns halt gechippt, ne? Hat uns gechippt, genau. Leuten Mikrochips ins Gehirn pflanzen will, ja. Seine eigene. Ist ja Fakt, sorry, ich pausiere schon wieder zu oft. Ist ja Fakt, das weiß man ja einfach. Damn, Bill! Wird dafür beschuldigt, dass er Leuten Mikrochips ins Gehirn pflanzen will, seine eigene Hitman-Armee zu erschaffen. Ja. Und muss ganze 2 Minuten auf der Stelle stehen, um sich einen neuen Lamborghini leisten zu können. Und das... What? Also ich meine, ich versteh schon, ja, er verdient quasi die Minute so viel Geld, aber so viel, dass er sich ein Lambo in 2 Minuten kaufen kann, Digga, das ist schon heftig. Wichtigste, er kann über einen Stuhl... Oder es ist übertrieben, oder? Bring. Is it true that you can leap over a chair from a standing position? Jeff... Wie hat er das schon wieder rausgefunden, Digga? Jeff Bezos hat Amazon gegründet, sieht aus wie der nächste Bösewicht aus irgendeiner Sci-Fi-Serie. Jeff Bezos ist richtig gut in Form übrigens. Also man hat es hier schon so ein bisschen gesehen, ne? Man sieht es hier so ein bisschen in dem Bild so. Aber es gibt wirklich auch Bilder, wo der Oberkörper frei auf so einer Yacht chillt. Der ist echt gut in Form. Der nächste Bösewicht aus irgendeiner Sci-Fi... Vor allem, der ist ja auch schon ein paar 50 oder sowas, ne? Sci-Fi-Serie. Die Milliardärslache. Die muss ich mir noch aneignen. Das ist dann bin ich ein authentischer Reich, ja. Und möchte genauso wie Dr. Evil eine Rakete ins Weltall schießen, um auf dem Mond einen riesigen Amazon-Laser zu bauen. Und dann gibt es natürlich noch den allerreichsten Mann der Welt. This is Elon Musk. Klassiker. Eines Tages.
Was? Es saß Elon Musk genervt im Stau in Los Angeles und dachte sich, ich glaube, ich baue ein riesiges Tunneltransportsystem unter der Stadt und fing daraufhin einfach an zu graben. Dann hat er Cappies für sein Projekt verkauft. The Boring Company ist eh wild. Das sind die, die auch die Flammenwerfer hergestellt haben. Also Elon Musk hat mal Flammenwerfer verkauft, aber er hat sie nicht Flammenwerfer genannt und dann durften sie verkauft werden, weil Flammenwerfer darf man nicht verkaufen. Also hat er einfach gesagt, das ist kein Flammenwerfer und dann durfte er ihn verkaufen. Das ist sowas, The Boring Company macht einfach. Und einige Zeit später wurde der Tunnel dann fertig gegraben. Digga, was auf zur Hölle? Auf fängt er an, Flammenwerfer zu verkaufen. Yeah, it's a terrible idea. Nachdem er ja, es ist eine schreckliche Idee, sowas zu machen. Aber ich hab's halt gemacht. 20.000 davon verkaufte, redete er auf einmal davon, den Mars mit nuklearen Atombomben zu befeuern. Warum? Er verkaufte tausende T-Shirts mit der Aufschrift Nuke Mars. Und noch ein paar Tage später befestigt er seine Tesla an der allerstärksten Rakete, die jemals auf dieser Welt gebaut wurde, und schießt ihn für Millionen von Euro in das fucking Weltall. Ja. Das Bild ist echt? Oh. Wenn ich mir die Reise. Ich wusste nicht, dass das Bild echt ist, ehrlich gesagt. Menschen so angucke, bin ich mir sicher, unsere Zukunft ist in sicheren Händen. Und doch für die, wenn ich mir also die ich sage, ich ranke, also vom Charakter her so, sag ich mal. Also nicht, wer von denen am sympathischsten ist oder sowas, aber ich sag mal vom Meme-Charakter her oder wer am feierbarsten ist, wer quasi am ehesten die Weltherrschaft an sich reißen sollte, damit es ganz witzig wird. Save Elon Musk als erstes. Dann, das Ding ist, Jeff Bezos wirkt so halbwegs vernünftig irgendwie. Der wirkt wie so ein normaler, halbwegs vernünftiger Milliardär einfach. Bill Gates ist so der Nerd einfach und Zuckerberg ist halt der Echsenmensch. So, der ist halt einfach, dem vertraue ich nicht. Zuckerberg vertraue ich am wenigsten, sag ich euch ehrlich. Sag ich euch, wie es ist. Menschen so angucke, bin ich mir sicher, unsere Elon auf die 1, ja schon irgendwie. Der ist mega chaotisch und ich bin auch kein riesen Fan von dem oder sowas, aber es ist einfach immer wieder witzig. Es ist einfach witzig zuzusehen, was der macht. Zukunft ist in sicheren Händen. Und doch für die Erklärung, wie es dazu kommen konnte, dass Elon Musk den Minecraft-Kreativmodus in Real Life auslebt und welche das ist sehr akkurate Bezeichnung. Verrückten Sachen über die Jahre so passiert sind und noch passieren werden, müssen wir zurück an den Anfang. Elon Musk, geboren und aufgewachsen in Südafrika, hatte ziemlich hart arbeitende Eltern, wobei die meisten Medien sagen, dass sein Vater eine Smaragdmine besaß. Was dafür sorgte? Seine Mom kennt man, ne? Seine Mom kennt man, dass sie auch Unternehmerin ist, soweit ich weiß. Oder was macht die denn? Ich weiß gar nicht. Aber den Dad habe ich noch nie gesehen oder noch nie von gehört. Dass man sich geldtechnisch nie große Sorgen machen musste. Oh nein, es gibt schon wieder Smaragde zum Frühstück. Elon Musk selber verneint das und bietet demjenigen, der die Existenz dieser Mine beweisen kann, 1 Million Dogecoins. Entspannt. Ich hab sie gefunden. Relativ viel programmieren gelernt und das Videospiel Blaster entwickelt. Und mit 10 Jahren in seiner Schule eine Treppe runtergeschubst worden. Und wahrscheinlich bekam er ab dem Moment die Idee. Wieso? Was hat das mit irgendwas zu tun, dass er von der Treppe geschubst wurde? Die grausame Erde zu verlassen und den Mars besiedeln zu wollen. Aber dazu später mehr. Mit 17 zog er nach Kanada, meldete sich bei der Uni an und verließ sie in studentischer Manier nach ganzen 2 Tagen wieder. Das wäre ich. Weil er doch lieber das Softwareunternehmen Zip2 gründen wollte. Die Firma dann für 22 Millionen Dollar verkaufen und Elon Musk ist Millionär. Was war Zip2? Was ist das? Also, wie heißt die Seite heute? Oder was war das? Kennt man das? This is definitely very. Seine Haare damals, ne? Hater würden sagen, es war eine Haartransplantation danach. Very cool. Gründet daraufhin die Seite x.com, die nach langem Arbeiten und guten Connections dann wiederum zu paypal.com. Lol, das wusste ich sogar. Lol, ich wusste sogar, dass PayPal früher x.com heißt, aber witzigerweise heißt Twitter ja x.com. Ich wusste gar nicht, dass es einen Grund gibt, warum Twitter jetzt X heißt. Lol. Und 2002 erhält er dann durch den Verkauf der heute sehr bekannten Bezahlplattform 180 Millionen Dollar. Und ab hier wäre für die meisten das Leben bereits erfolgreich abgeschlossen. Der Mainquest ist erledigt und zwar fucking reich sein. Aber nein, Elon Musk entschied sich nach dem Mainquest noch über die nächsten Jahrzehnte jedes andere fucking Achievement auf dieser Welt abzuschließen. Zahlreiche Raketen in das All schießt, selbstfahrende Autos her. Das meine ich halt. Erstellen. Daran arbeiten, den Menschen zum Cyborg zu transformieren. Super Pfeffer. Roboter entwickeln, die Menschen ersetzen sollen. Als Wario verkleidet in einer Fernsehshow auftreten. Kennt man. Zahlreiche Kinder gebären, von denen er eins so genannt hat wie ein fucking Passwort. Hallo, mein Name ist. Den Krypt. XHA12, glaube ich, heißt es, ne? Eins so genannt hat wie ein fucking Passwort. Hallo, mein Name ist. Ja, ich sag dir, der Mann ist einfach ein Meme, okay? Das ist einfach ein Meme. Aber redet er jetzt echt einfach fucking noch eine halbe Stunde über.
Ja, XHA12, ja genau. Aber redet jetzt echt noch eine halbe Stunde über Elon Musk? Gibt's da so viel zu erzählen? Ich bin sehr gespannt. Mit einer lustigen Hundewährung manipulieren. Dogecoin. Einen Gastauftritt in Iron Man. Like, wer dabei war damals. Zwei. Einen Tunnel bohren und daraufhin Minecraft als Caption tweeten. Parfüm verkaufen. I stimulated my penis. Explosion. Digga, Junge, Jeremy, was ist los mit dir? Und Ziegelsteine verkaufen. Aus den restlichen Ziegelsteinen einen Turm bauen. Ich furze auf euch, ihr Schweinepriester. Einen Rap. Der ich. Song rausbringen. Joe Rogan Podcast. Ja. Ja, der war legendär. Der Joe Rogan Podcast war legendär. Es gibt so viel zu reden. Ich merk schon. Danke für die 10 Witz, Mann. Explosion. Ja, vielleicht sollten wir uns doch mal genauer angucken, was der reichste Mann der Welt mit seinem Geld alles so gemacht hat. Oh, yo. Da ja diese Karten einfach. Buchstaben T-E-S-L-A. Ach so, danke. Danke für die 10 Bits. 11 Bits. Chris, oh, danke schön. 2003 investierte Elon Musk von seinen 180 Millionen Dollar ganze 70 Millionen in die bis dahin schon existierende Firma Tesla. It's all electric and fast. 2007 gab es Tesla schon? Ach du Scheiße, ich kenne den Anfang von Tesla null. It's called Rocket Ride. Moderne Elektroautos, die seit Jahren schon unsere Straßen bereichern. Der Firmenname Tesla kommt logischerweise von dem Clash of Clans Tesla gefolgt. Und die Autos können seit ein paar Jahren schon teilweise sogar von alleine fahren, wobei jedoch der komplette Autopilot noch nicht ganz ausgereift ist. Oh. War das echt von einem Tesla? Ein Kind. Tot. Oh, noch ein Kind. Ja, ich glaube, das ist kein Problem, wenn Leute beim Fahren einschlafen und einfach die Kontrolle dem Auto überlassen. Und in jedem Auto... Aber ich dachte, inzwischen geht es echt schon ganz gut, der Autopilot. Ich habe keine Ahnung von Autos, wie gesagt, aber ich dachte, eigentlich ist das inzwischen schon relativ sicher. Also das ist in Deutschland natürlich noch nicht erlaubt, das sollte klar sein, aber ich meine, in Amerika darfst du doch sogar schon das Auto alleine fahren lassen. Ich weiß nicht, ob du dabei nappen darfst oder so eine Scheiße. Ist ein Zentralbildschirm eingebaut, auf dem man die neuesten AAA-Spiele spielen kann und endlich in Cyberpunk 2077 sein Auto crashen kann, damit das Spiel danach crasht, um danach sein Auto nochmal in Real Life zu crashen. Dann gibt es noch den Tesla Cybertruck, der so aussieht, als hätte man die Grafikeinstellungen von einem modernen Auto einfach mal ein bisschen ohne Scheiß, ich finde den wild. Sag ich euch ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe kein Interesse an Autos, so 0,0. Ich habe nicht mal einen Führerschein, aber irgendwie finde ich den ganz wild. So, natürlich kannst du den einfach nicht so in der fucking Stadt rumfahren. Das ist halt, also, das ist ein riesiger SUV, der ist viel zu groß halt, ne? Aber irgendwie finde ich das voll geil. Schraubt. Oder als hätte ein 8-Jähriger das Design in Windows Paint entworfen. Außerdem kommt der Truck mit eingebauten, unzerstörbaren Scheiben. Ja, geht so. Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard. Aber der Grund dafür war doch. Also, da wird ja bis heute diskutiert, ob das Absicht war, dass quasi die Scheibe doch zerbricht. Oder ob es daran lag, dass er vorher schon mit dem Vorschlaghammer gegen die Tür gehauen hat, was quasi das Fenster auch schon beschädigt hat. Auf jeden Fall nicht so gut gewesen. War jetzt vielleicht nicht die beste Promo, aber jeder hat drüber geredet so. Dieser Mann liebt diesen Truck sogar so sehr, dass er ihn als fucking Schuh trägt. Und dann gibt es noch die anderen Tesla-Modelle. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass alle Tesla-Modellnamen zusammen das Wort sexy cars ergeben. Nee, oder? Nee! Vergesse ich manchmal, dass das immer noch der reichste Mann der Welt ist und nicht irgendein trollender Reddit-User. Sexy cars. Oh yeah. Der Tesla-Bot. Ein 1,72 Meter großer Roboter, der in den kommenden Jahren den Menschen zahlreiche Arbeit abnehmen soll. It's intended to eliminate dangerous, repetitive and boring tasks. You can run away from it. Von repetitiver Arbeit, wie zum Beispiel am Fließband stehen. Ich hasse meinen Job. Aber ja, für Fließbandarbeit ist doch so ein menschlicher Roboter gar nicht mehr nötig. Also gibt es doch schon viel mehr Maschinen, so einfach nur Arme, die so einen Scheiß machen. Also Fließbandarbeit kann man doch schon fast komplett outsourcen, oder nicht? Gefährliche Arbeit, wie zum Beispiel eine Bombe entschärfen. Ja, das ist schon sinnvoller. Sowas ist schon sinnvoller, wenn du den fernsteuern kannst quasi. Oder einfach nur schwere Arbeit, wie zum Beispiel Diamant 5 in League of Legends erreichen, ohne einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Play the shit, I'm fucking
Nur Tyler One ist zu wild. Soll dieser Roboter schon in ein paar Jahren den Alltag der Bevölkerung bereichern? It is expected to cost much less than a car. So I would say probably less than $20,000. Er soll außerdem Einkäufe für einen erledigen oder einfache Haushaltsarbeiten für die Menschen ausführen. Und wenn man einen bisschen in die Zukunft blickt, könnte man sich hier eventuell ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel, was, wenn ein Tesla-Bot gehackt wird und daraufhin kriminell wird? Woher soll die Polizei wissen, welcher Tesla-Bot letzte Nacht das Altersheim angezündet hat? Würdest du eher safe? Hey, Officer, es war dieser hier. Was, wenn ich mit meinem Tesla-Bot meine Freundin besuche und der Tesla-Bot sich bereits automatisch mit dem WLAN-Router verbindet? Was passiert, wenn der Tesla-Bot, anstatt meine Einkäufe zu erledigen, einen anderen Tesla-Bot kauft, der diesen dann aufbaut und dieser Tesla-Bot kauft wiederum einen Tesla-Bot, der einen Tesla-Bot aufbaut und diese Tesla-Bots kaufen dann daraufhin alle einen Tesla-Bot? Oh mein Gott, alle Menschen werden sterben. Gebt uns eure Viva-Gesau. Ich kann's jetzt... Wer hat das denn animiert schon, bitte? Wer hat denn die Scheiße schon wieder animiert? Sterben. Gebt uns eure Viva-Gesau. Ey, das alles, Junge, woher kommt das? Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, ein Teil der Anti-Tesla-Bot-Verteidigungseinheit zu werden und mir einen epischen Kampf mit den Tesla-Bots zu liefern. Boston Dynamics arbeitet auch schon an Robotern. Was passiert, wenn sich mein Tesla-Bot mit einem... Woher kennt man den nochmal? Boston Dynamics... Ach ja, Boston Dynamics... ...arbeitet auch schon an Robotern. Was passiert, wenn sich mein Tesla... Aber der ist besser, ne? Ich meine, der ist athletischer und kann sich besser bewegen und alles. ...Tesla-Bot mit einem anderen Roboter prügelt. Was passiert, wenn zwei Roboter Liebe machen? Was, wenn mein Tesla... Digga, was ist das denn bitte? ...Bot absolut scheiße in League of Legends ist und ich Silber Hardstuck bleibe? Was, wenn ich Counter-Strike spiele und der Tesla-Bot in meinem Gegnerteam ist? Unfair, der benutzt einfach Bots. Ist ja einfach unfair. Am Tesla... Was hat Jules für Gedanken? Das frage ich mich manchmal auch echt. ...Bot wird konstant gearbeitet und er soll bald für gerade mal $20,000 erwerbbar sein. Das ist echt wenig, aber... Also dann können sich echt viele Normalos den einfach kaufen, so. Das ist schon krass. Doch ich glaube, wir haben alle genug Filme gesehen, um zu sehen, wie das enden könnte. Aber wahrscheinlich wird sich all das eh noch um ein paar Jahre verzögern, denn immerhin ist der Erfinder davon die gleiche Person, die 69, 420 und Gay Furry Porn Meme. Bruder, was? Ist auf Twitter postet. Bitte was? Aber ja, es wird sich safe verzögern. Es wird sich safe verzögern. Weil alles, was bisher dazu gezeigt wurde, ist halt so, ja, Digga, der kann ja irgendwie noch gar nichts. Also es ist halt ein Roboter, der sich halt legit... So, wer kann der einfach gefühlt nicht bisher? So, deswegen sieht nicht danach aus, als ob der in 4 Jahren einfach einsatzbereit und zum Verkauf steht. Also, das wird, glaube ich, sehr chaotisch. Person, die 69, 420 und Gay Furry Porn Memes auf Twitter postet. Starlink, ey. Digga, was ist das mit den Buchstaben? Woher kommt das? 25 Milliarden, okay. Wert 250... 1000. Okay, alles klar. Alright. Seit 2019 kreisen durch die Firma Starlink zahlreiche Satelliten um die Erde und sorgen dafür, dass man mithilfe eines kleinen Starlink-Terminals auf der Erde überall Internet empfangen kann. Aber Starlink ist eine wilde Sache. Starlink ist eigentlich ehrlich eine wilde Sache. So, aber zum Beispiel hat er das mal genutzt. Der hat zu Hause bei sich sehr schlechtes Internet und der hat sich mal Starlink gekauft so und es war deutlich besseres Internet. Zwar am Ende war doch irgendwie, konnte es nicht so praktisch, weil er das Ding nicht aufs Dach bauen konnte. Also er durfte den Satelliten nicht aufs Dach stellen oder irgendwas und hatte quasi keine gute Location dafür. Aber an sich ist es schon sehr praktisch. Und es ist schon krass, dass du halt auf der ganzen Welt gutes Internet empfangen kannst. Das ist schon ein cooles Konzept. Monumental day in history for the Vanlife Gaming Community. Vanlife Gaming, ja genau. Du kannst einfach in einem Van durch die Welt tuckern und überall hast du Internet. Das ist schon krass. Normale Glasfaserleitungen erreichen schließlich nicht jeden Ort auf der Erde, wohingegen man mit den kleinen Terminals von wirklich überall einwandfreies Internet bekommt. Und das ist halt krass einfach, ne? Also es ist halt wirklich schon, anstatt dass man versucht, überall Glasfaser zu verlegen auf der ganzen Welt, was unrealistisch lang dauert, also würde gottlos lang dauern einfach, dann lieber sowas machen, dass man halt versucht, das Ganze auf den Kopf zu stellen und halt, nee, dann machen wir lieber übers Weltall, besorgen wir einfach Internet auf die Erde. Und es klappt einfach so gut, das ist halt schon faszinierend. Kann. I'm playing Fortnite
with this view right here. Und die Satelliten lassen sich sogar abends am Sternhimmel erblicken. Falls ihr also mal eine schlangenlinienartige Sternformation seht, sind das wahrscheinlich Satelliten, die dafür sorgen, dass irgendjemand am Nordpol Counter-Strike spielen kann. Starlink-Satelliten laufen eigentlich relativ stabil. Doch Unwetter gibt es auch im Weltall. I am not inside a fusion reactor. Und so wurden 2022 40 Satelliten von einem geomagnetischen Sturm getroffen und flogen wieder zurück in die Atmosphäre der Erde. Digga, was ist ein geomagnetischer Sturm? Those are comets, it's like a series of comets. Oder was? Ja, was ist da passiert? Was ist da passiert, hä? Oh mein Gott, das heißt, wir sind Sword Art Online in Real Life ein Stück näher gekommen. Asuna-chan, ich komme. Ein Reddit-Nutzer aus r/Elon Musk. Was? Das sind diese Chips, diese komischen, ne, ihr wisst schon. Guckt euch dieses Video von einem Affen an, der mit einem Controller diese gelben Boxen anklickt. Alles scheint... Die sind verglüht. Ja, okay, dann ist ja in Ordnung. Er ist trotzdem weird irgendwie. Video von einem Affen an, der mit einem Controller diese gelben Boxen anklickt. Alles scheint relativ normal. Und das Ding ist nur, der Controller ist nicht eingesteckt. Dieser Affe steuert den Computer mit seinem fucking kleinen Monkey Brain. Nun... Elon Musk ist tendenziell eher besorgt, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Jedoch sind er... Auch er baut fucking Roboter und einen Chip, den man ins Gehirn einsetzen kann. Hat das nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun? Ich weiß und ja nicht. Und viele Forscher sich einig, dass es für uns alle am schlausten wäre, anstatt gegen die künstliche Intelligenz zu kämpfen oder sie gar ganz abzulehnen, ChatGPT deine Mutter, sich in den kommenden Jahren mit ihr zu vereinen. Iron Man, yeah. Digga, was? Ganz nach dem Motto, wenn du sie nicht besiegen kannst, schließ dich ihnen an. Und bereits heute werden schon die ersten Roboter... Schlange mit Händen, Junge. Wenn du sie nicht besiegen kannst, schließ dich ihnen an. Und bereits heute werden schon die ersten Roboterarme nur durch die Gedanken gesteuert. Aber auch das Handy, mit dem wir durch das Internet scrollen, ist schon die erste Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Nur sieht die nicht so cool aus wie irgendwelche Roboterarme. Ist halt wirklich so. Und seine Firma Neuralink arbeitet eben genau an sowas. Ein kleiner elektronischer Chip wird in einer sehr einfachen... Wow, dieser Pun mit Chip, Alter. ...Operation in den Kopf eingepflanzt und interagiert dabei mit... Warum läuft der Jazzmusik auf einmal? ...den Signalen des Gehirnes. To control his paddle on the right side of the screen, Pages simply think... Aber... Lutscht er an diesem Metallstab? It's about moving his hand up or down. Dadurch könnten zum Beispiel Leute, die paralysiert sind, sich wieder bewegen. Ganze Krankheiten könnten geheilt werden. Blinden Leuten würde so das Sehen wieder ermöglicht werden. Oh mein Gott, krass, Leute. Even if someone has never had vision ever, we believe we can still restore vision. Das ist so crazy. Also wenn das wirklich funktionieren würde, Digga, das ist halt wirklich mindblowing shit. Aber ich glaube, das dauert halt auch noch einige Jahre so, ne? Und dieser technische Fortschritt ist gar nicht mal so viele Jahre entfernt. Die ersten Versuche an Menschen, die einen Chip in ihren Kopf gepflanzt bekommen sollen, haben bereits begonnen. Neuralink findet laut Elon Musk aber auch seinen Platz in anderen Anwendungsbereichen. Man wird per einfachem Knopfdruck komplette Sprachen und Wissenspakete aus dem Internet herunterladen können. Bing Chilling! Erinnerungen lassen sich speichern oder sogar... Warum kann John Cena nochmal Chinesisch? Also ernsthaft jetzt? Können. Erinnerungen lassen sich speichern oder sogar verschicken. You could upload, you could basically store your memories as a backup. And ultimately, you could potentially download them into a new body or into a robot body. The future's gonna be weird. Anstatt Spiele mit einem VR-Headset. Aber ich sag halt ehrlich, ich finde das wild. Ich weiß, viele finden das sehr beunruhigend, aber ich finde das zu einem großen Teil eher wild und interessant, vielversprechend, als beunruhigend. Zu spielen, wird man komplett in Spiele eintauchen können und sie vollständig live erleben. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was dabei schiefgehen könnte. Wenn du im Spiel stirbst, stirbst du in Real Life. Leute, ich kann mich nicht mehr ausloggen. Man wird Filter für sein Auge aktivieren können, oder? Ey, Filter! Ich will einfach ein Texture Pack für Real Life haben. Ich habe eh schlechte Augen. Stop. Ich habe immer noch knapp 7 Dioptrien auf beiden Augen. Verbundene Geräte nur mit den Gedanken steuern können. Musik. Toaster. Also, zack, Toaster runter. Perfekt. Mein Leben ist toll. Die man durch den Chip in seinem Kopf abspielen kann. Wow, endlich mehr Stimmen in meinem Kopf. Direkte Kommunikation mit anderen per Telepathie möglich. Du Hurensohn.
Ey Junge, diese Umsetzung ist echt voll das ernste Thema und so voll interessant und er trollt die ganze Zeit einfach nur. Die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos. Doch auch hier können sich eventuell einige Fragen für die Zukunft stellen. Was passiert, wenn der Chip mal nicht richtig funktioniert? Laufen dann Menschen durch die Straßen und werden auf einmal zur Half-Life Ragdoll? Sorry, ich kann heute nicht, aber ich habe wieder einen fucking Glitch. Oh mein Gott. Ich habe heute einen Glitch, sorry guys, kann nicht. Gott. T-Posing, T-Posing, T-Posing. Warum höre ich seit dem neuesten Update nicht auf zu T-Posen? Was ist, wenn mein Neuralink-Chip gehackt wird und irgendein Troll eine 10 Stunden Metal Pipe Falling Videoversion in meinem Gehirn loopt, obwohl ich eigentlich schlafen möchte? Wird Werbung in Ich würde genau das machen. Oh fuck. In meinem Kopf angezeigt. Denn falls ja, dann werde ich wahrscheinlich sofort von einer Werbung in meinem Kopf angezeigt. Ey Junge. Ja, aber das ist halt echt die Sache. Also kann man dieses Ding irgendwie hacken? So, das wäre halt gut, wenn es nicht möglich. Aber kann man das überhaupt ausschließen? Kann man überhaupt bei Geräten ausschließen, dass sie gehackt werden können? Dann sollte das der Fall sein, denke ich mal. Im naheliegenden Hochhaus springen. Yeah! Oh my God! Hey, danke, wie geht's dir heute? Alles klar bei dir? Rage. Oh, ich habe wahrscheinlich einfach nur vergessen, Adblocker fürs Gehirn zu installieren. Wow, ich kann die Zukunft kaum erwarten. Ich habe einen Elon Musk-kritischen Tweet verfasst und aus irgendeinem Grund kann ich seit heute Morgen meinen Arm nicht mehr bewegen. Und warum kommt dieser Starlink-Satellit am Himmel immer näher auf mich zu? Was, wenn denn oh, mein PayPal wurde gesperrt, komisch. In ein paar Jahren 30% der Bevölkerung diesen Chip in ihrem Kopf haben und Elon Musk auf einmal meint, den roten, leuchtenden Knopf zu drücken. Ich sehe auch jetzt schon den Schwarzmarkt für Erinnerungen, die verkauft werden. Hier, diese Erinnerung kostet 5000 Euro und war auf den höchsten Bergen der Welt. Und diese Erinnerung... Ey, das ist aber... Das ist so weird, ne? Das ist so weird einfach. Ich habe 5 Stunden lang durch High-Quality-Pepe der Frosch-Memes gescrollt. Und ob wir es wollen oder nicht, aber das wird die Zukunft. Und die nächsten 20 Jahre Neurowissenschaften werden auf alle Fälle... Welcher Soundtrack ist das nochmal? Ach, Große Fee, ne? Große Fee aus Ocarina of Time oder sowas. Weil das wird die Zukunft. Und die nächsten 20 Jahre Neurowissenschaften werden auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Und bevor wir zu seinen 2 größten Werken kommen, gibt es erstmal Werbung. Oh, er hat wieder ein Placement drin? Mein Sohn. Okay, lass mich raten, was es ist. Ich will vorher drauf kommen. Ich kann das sein, dass es mir schon verraten hat, ich hab's vergessen. Es gibt eine Sache, die du nicht über mich weißt. Digga, was war in das der schon digitalen Welt bin ich. Ist das Genshin? Nein. Ein rothaariges Anime-Mädchen. Nein, Vater, das kann nicht stimmen. Nein. Die Anime-Welt ist in Gefahr. Du musst das Unmögliche tun und selber zum Anime-Mädchen. Nee, das ist kein Dings. Das ist kein Genshin, ne? Werden. Mein Sohn, denkst du, ein bisschen grinden wird dir helfen? Du willst. Ich hab mich jetzt erst dabei lachen muss. Du wirst mich niemals besiegen können. Du lernst dazu, aber du bist noch nicht bereit. Es gibt nur eine Möglichkeit. Alexa, lad das neue Honkai Star Rail Update runter. Ich schwöre es. Dank dem neuen großen Update fühle ich die Macht in mir aufsteigen. Und durch den neuen Charakter Kafka bin ich mächtiger als je zuvor. Noch ein paar Level und du wirst zur ultimativen Waifu. Ich habe... Digga, kann er nicht auf was anderes, außer auf Titten zu filmen und auf Füße? Ich bereite... Und unter Röcke? Wartet, Kafka, oder soll ich lieber sagen, Sohnemann? Wenn du das Update runterlässt, gibt es kein Zurück mehr. Tarumble. Drück auf den Link in der Videobeschreibung. Werde selber zum Anime-Mädchen und hol dir mit meinem Code 50 mehr Ingame-Währung. Werbung, Ende. Digga. Gänsevorhaut, wirklich. Gänsevorhaut. Wir sind in die Tränen gekommen. SpaceX. Okay. Cute Date Idea. Wir treffen uns auf dem Mars und essen einen schlechten Schokoriegelwitz einfügen. Naja, also, ein paar Jahre dauert das noch, aber wenn es soweit ist, dann. Wenn es weit kommt, dann lasst uns Elon persönlich vorschicken. Falls nämlich wirklich Aliens dort leben, dann repräsentiert Alien unsere... Digga, ich kann nicht lesen. Dann repräsentiert Elon unsere ganze Menschheit. Haha, lol, imagine XD. Haha, SpaceX hört sich ja fast an wie Space Sex. Michael Jackson auf dem Song Billie Jeans 2013. Die Line kenne ich gar nicht mehr, krass. Elon Musk bislang größtes Werk ist die Firma SpaceX. Aber finde ich nicht am spannendsten, sage ich euch ehrlich. Also so Weltraumshit interessiert mich nicht so krass, weil ich weiß, dass da, also
ich habe irgendwie das Gefühl, da passiert am wenigsten und das wird noch viel, viel länger dauern alles. Aber ich finde so, keiner will auf dem Mars leben, sind wir mal ehrlich. Selbst wenn es jetzt möglich wäre, angenommen, ihr könntet jetzt auswandern und könntet auf dem Mars leben, dann würden jetzt anfangen, Kolonien gebildet zu werden. Wer will denn auf dem Mars leben? Das will doch keiner machen. Aber so fucking so ein Chip ins Gehirn einsetzen, das ist es. Das ist es einfach. Eine Firma, die irgendwann dafür sorgen soll, das Leben auf dem Mars und anderen Planeten zugänglich zu machen. Bereits in den nächsten 50 Jahren werden schon die ersten Leute kommerziell für ein... Dieser Flugzeugsound, oh, das ist mir direkt ein schönes Gefühl. Ich sage euch ehrlich, dieser Sound in einem Flugzeug, von wegen so, yo, du musst dich jetzt anschnallen oder jetzt könnt ihr euch abschnallen. Ach, bereits in den nächsten 50 Jahren werden schon die ersten Leute... Diese Ding, Ding, das ist so schön. Da werde ich direkt wieder, ich bin im Flugzeug, ich fliege gerade in Urlaub. Oder wieder zurück vom Urlaub. Aber auch das ist meistens schön. ...kommerziell für ein bisschen Geld auf den Mars fliegen können. Digga. Woher dieses Videomaterial? Würde man jedes Mal eine neue Rakete bauen, damit Leute auf den Mars fliegen können, wäre das deutlich zu teuer. Also versucht man, die Raketen wiederverwendbar zu machen, nachdem sie bereits einmal gestartet sind. Sie müssen, nachdem sie abgekapselt wurden, wieder sicher auf dem Boden landen. Ohne zu explodieren. Hat aber inzwischen geklappt, ne? Hat inzwischen schon mal funktioniert, soweit ich weiß. Und so versuchte man über die Jahre zahlreiche Raketen zu bauen, die genau das schaffen sollten. Oh, und wie man es versuchte. Digga, jedes Mal, überlegt euch das mal, jedes Mal so 50 Millionen, 40 Millionen, die dafür draufgehen. Digga. Digga. Es blüht in der Luft einfach, was? Junge, das ist doch so krank. Ärgerliche Momente, tatsächlich ärgerliche Momente. 2015 wurde dann das erste Mal eine Rakete gestartet und daraufhin wieder erfolgreich gelandet. Ja. Oh damn. Soweit, so gut. Und 2 Jahre später und einige Fehlschläge mehr, startete man dann die Falcon Heavy. Eine Rakete, die auch die Kapazität hat, rein theoretisch bis zum Mars zu fliegen und dabei eine Masse an Menschen inklusive Ausrüstung und genügend Treibstoff dorthin zu befördern. Unterm Strich wird heute Geschichte geschrieben oder sagen wir so, soll zumindest in wenigen Minuten Geschichte geschrieben werden. Hat nicht funktioniert, ne? Und anstatt echten Menschen nahm man sicherheitshalber ein hypothetisches Gewicht. Und zwar einen Dummy, der in einem Tesla sitzt. Sollte das also klappen, wäre der erste Stein... Oh! ...gelegt für den kommerziellen Raumfahrt zum Mars. Hat's funktioniert? Ich meine, es hat nicht funktioniert, oder? Wirklich, also der Elon Musk macht hier Geschichte. Das muss man wirklich sagen. Doch! Ach, das war das sogar, okay. Ja, ich hab's verwechselt irgendwie. Ich wusste, es gab nochmal einen sehr großen Raketenstart, der irgendwie schiefgegangen ist, soweit ich weiß. Und so fliegt der sogenannte Starman die nächsten 100 Jahre Richtung Mars. Im Weltall nichts außer purer Stille. Auf einer Platine die Aufschrift, hergestellt auf der Erde, vom Menschen. An diesem Tag wurde nach der Mondlandung 1969 der wichtigste Meilenstein für das Leben auf anderen Planeten gesetzt. Das erste Mal hatte man das Gefühl, dass das Ziel gar nicht mehr so weit entfernt ist. Doch... Nee, Bro. Wie thirsty war er, als er dieses Video gemacht hat? Jetzt mal ohne Spaß. Das erste Mal hatte man das Gefühl, dass das Ziel gar nicht mehr so weit entfernt... Junge Jules, wirklich, warum? Warum, Bro? ...ist. Doch gleichzeitig ist es wirklich schwer, sich auszumalen, dass das der gleiche Mann ist, der ausgelutschte Dogecoin-Memes auf Twitter postet. Red Leader, we're under attack! Wir werden es also sehr wahrscheinlich bald zum Mars schaffen. Ein Flug zum Mars dauert gerade mal 6 Monate. Dort einmal gelandet. Hä? Wieso fliegt er jetzt die nächsten 100 Jahre Richtung Mars? Was ist da passiert? Hä? Er hat doch eben gesagt, dass dieser Spaceman 100 Jahre Richtung Mars fliegt. Aber wieso brauchen wir nur 6 Monate? Landet ist es ziemlich kalt. Also wirklich sehr, sehr kalt. Man müsste also eine belebbare Kuppel erschaffen oder den Mars an beiden Polen mit thermonuklearen Bomben bewerfen. Durch die dadurch freigesetzte Energie würde sich der Planet erwärmen und es wäre ziemlich aushaltbar auf dem Mars. Drop 7 nuclear weapons over the poles. You're
super villain. Das kenne ich sogar, den Schnipsel, den Ausschnitt aus der Talkshow. Ach so, der Mars ist immer unterschiedlich weit weg. Im Best Case sind 6 Monate. Okay, alles klar. Reibung. Ja, ja, doch. Nicht Anziehungskraft. Reibung war schon richtig. So. Deswegen, weil im Weltraum ja keine Reibung besteht. Wenn ich was mit 100 km/h in den Weltraum schieße, dann bleibt das immer bei 100 km/h. Es wird nicht langsamer, weil halt kein Luftwiderstand besteht oder irgendwas. That's what a super villain does. Aber ganz ehrlich, warum nicht einfach den Mars? Ja, ist doch gut mit nuklearen, was, thermonuklearen Waffen irgendwie wegsprengen, so die Pole, dann ist halt warm. Nicht einfach ein Loch in die Oberfläche des Mars schießen. Danach. Das wäre wild. Ich sag ehrlich, das wäre wild irgendwie. Da ist doch eh kein Leben. Also, Real Talk, da ist doch einfach kein Leben. Kann man das nicht machen? Das wäre doch witzig. Vielleicht wachsen da neue Pflanzen und so ein Scheiß. Einfach neue Umgebung und sowas. Neue Pflanzen, neue Lebewesen. Das wäre schon wild, sag ich euch ehrlich. Sollte man Essen auf dem Planeten anbauen müssen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass das Leben auf dem Mars nachhaltig möglich ist? Oh man. Tage auf dem Mars sind 40 Minuten länger. Die Deutschen können also dort noch mehr arbeiten als auf der Erde. Aber als ob, wie lucky. Als ob ein Tag wirklich dann 24 Stunden und 40 Minuten geht. Das ist ja voll geringer Unterschied. Weil es gibt ja Planeten, wo der Tag dann 12 Minuten geht. So. Oder wo ein Tag 6 Wochen geht. Doch hier könnte man sich vielleicht einige Fragen stellen. Wer hindert Nestle daran, innerhalb der ersten fucking 5 Sekunden jegliches Wasser auf dem Mars für sich zu beanspruchen? Bitte kein McDonald's auf dem Mars bauen. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. So, das war's mit dem Hype-Train. Sehr schön. Dankeschön. Ihr seid ehrenvoll, Alter. Ihr seid ehrenvoll. Was ist mit den Gesetzen auf dem Mars? Elon Musk schlägt Demokratie vor. Gewisse Personen werden das wahrscheinlich nicht so feiern. Und wem zum Fick gehört eigentlich der Mars? Die USA hat sich jetzt schon zum Besitzer des gesamten Weltalls ernannt, okay? Digga, das ist wieder so ein USA-Ding einfach, ne? Gefühlt ist es so ein USA-Ding. Gefühlt für Amis ist es auch selbstverständlich, dass die USA das beste Land der Welt sind. Das ist einfach so. Cool, Bruder. Falls das nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst geht, sehe ich morgen schon die Briten, Franzosen und Spanier, wie sie durch den Weltraum fliegen, um den Mars zu kolonialisieren. Je vous emmerde, fils de pute. Alles wiederholt sich. Was, wenn wir uns alle irren und der Mars doch eigentlich flach ist? Was, wenn wir auf dem Mars landen und auf einmal die Doom-Musik anfängt zu spielen? Ey, Doom hat so einen guten Soundtrack, ne? Where are the aliens? Maybe they're among us. Morgus. Die Kriege auf dem Mars. Ah, Elon. Ja, mach's halt noch auffälliger, ja? Where are the aliens? Maybe they're among us. Kriege auf dem Mars? Ich kann's kaum abwarten. Ja, gerne können wir uns morgen treffen, um das Bayern vs. Mars. Low-Gravity-Fußballspiel zwischen Low-Gravity-Fußball. Bayern und Mars zu gucken. Einerseits sind das alles Fragen, mit denen man sich Oh, ich liebe dieses Minispiel, ne? Aus Mario Party. Mario Bros. DS und Mario 64 DS, glaube ich, ne? Wann in den Dieses Yoshi-Spiel, wo man die ganze Zeit, sie liebt mich nicht. In Jahren auseinandersetzen muss. Andererseits dürfen wir niemals vergessen, dass... Digga, wie oft er diesen Bauarbeiter aus Clash of Clans benutzt, das ist so wild. Dass das hier der Mann ist, der uns alle zum Mars bringen möchte. No! Twitter, oh je. Ich hasse meine Eltern ohne Spaß, diese dummen Hurensöhne. Ich bin fucking 14, die heulen rum, wenn ich eine fucking Xanax nehme und ab und zu Alk trinke. Was ist falsch mit denen? Was zum Fick ist falsch mit denen? Ohne Witz, ich wünschte, ich wäre in einer anderen Familie. Ein 14-jähriger Twitter-User mitten im Leben. Kennt man. Legendentweet, deswegen konnte ich ihn fast auswendig gerade. Ich hasse meine Eltern ohne Spaß, diese fucking Hurensöhne. Ich bin fucking 14 und die heulen drüber, weil ich eine fucking Xanax nehme und ab und zu Alk trinke. Entschuldigung. Elon Musk ist schon seit Jahren großer Fan von Twitter und bereichert das Internet schon etwas länger mit seinen Tweets. Berliner Wurst hat am meisten Curry. Der Tesla-Aktienpreis ist zu hoch, meiner Meinung nach. Got a new tweet from Elon Musk. Den Stock now down almost 7%. Dude, ich habe gerade 10.000 wegen dir verloren. Was zum Fick ist falsch mit dir? Und dann kaufte er im Jahr 2022 nach einigen Verhandlungen okay. Die Social-Media-Plattform für 44 Milliarden Dollar. The Bird is freed, twittert Elon Musk in der Nacht. Oh shit! What? Elon Musk just bought Twitter. In Höhe von 4. Das war live während Joe Rogan, also das Joe Rogan währenddessen aufgenommen hat. Crazy. 40 Milliarden Riesenflussschildkröten. Riesenflussschildkröten? Hä? Kernidee war dadurch mehr Meinungsfreiheit. Kernidee.
48 Milliarden Riesenflussschildkröten. Die Kernidee war dadurch mehr Meinungsfreiheit auf der Plattform zu schaffen. Doch ab hier. Ja, und dann ist der, dann ist der Gebrauch vom N-Wort ungefähr verhundertfacht worden, ne? War da nicht sowas? Ging das Abenteuer erst richtig los. Am Tag 1. Elon Musk läuft in den Twitter-Hauptsitz mit einem Waschbecken. Ja, let that sink in. Und der Aufschrift, lass das Waschbecken rein. Oh, warte, der Witz funktioniert nur auf Englisch. Let that sink in. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? Er merkte, dass Twitter allein durch die größtenteils nutzlosen Mitarbeiter jeden Tag 4 Millionen Dollar verlor. Me beautiful money! Und kündigte daraufhin 75% der Twitter-Angestellten, welche bis zu dem Tag tatsächlich nicht sehr viel zur Plattform beigetragen haben. So how do you run the company with only 20% of the staff? Turns out you don't need that many people to run Twitter. Well? Da wird halt richtig für gehatet und ich verstehe es halt irgendwo, denke ich mir, ja, es ist schon, also wenn es nichts zum Unternehmen wirklich beiträgt und es halt fucking viel Geld kostet, dann ist es schon sinnvoll irgendwo. Irgendwo ist es natürlich sinnvoll, die dann alle zu feuern, aber andererseits ist es halt auch irgendwie random, wenn man von heute auf gleich das Unternehmen kauft und dann einfach sagt, ja, okay, 70-80% der Mitarbeiter werden jetzt einfach gefeuert so, obwohl die die ganze Zeit einen festen Job hatten. Das ist halt irgendwie auch scheiße für die Leute, aber aus unternehmerischer Sicht ist es natürlich sinnvoll. So, aber ich, das ist schwierig. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr ankündigen können oder Zeit dafür geben können, anstatt die von heute auf gleich zu feuern. Gibt es in den USA sowas wie eine Kündigungsfrist? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder sind die von heute auf morgen ihren Job losgeworden? But, you don't need that many people to run Twitter. Welcome to a day in my life as a Twitter employee. Honestly, took a moment to just soak everything in. What a blessing. So, made some espresso. Ja, Digga. Ja, Digga, wenn das auch dein Job ist, so okay, ja. Das ist auch kein Geheimnis, es wird ja auch viel darüber geredet, dass Elon Musk auch bei Tesla so scheiß Arbeitsbedingungen hat und sowas. Aber ich weiß, ist halt die Frage, wie weit das im Voraus quasi klargestellt wird. Weil das, dass er selbst ein Arbeitstier ist, ist klar so. Das ist, ich glaube, so, du kommst nicht mit bisschen Faulheit irgendwie zum Standing als reichster Mann der Welt so. Und ich verstehe auch, wenn er quasi von seinen Mitarbeitern das Höchste erwartet so. Aber es ist dann immer die Frage, ist schwierig, ne, wenn die ganzen Twitter-Mitarbeiter das vorher nicht gewohnt waren. Und jetzt von jetzt auf gleich quasi ganz andere Arbeitsmoral haben müssen, um da weiterhin angestellt zu bleiben. Das ist halt irgendwie schwierig, ne? Wenn man selbst ein Unternehmen gründet und halt von vornherein klarstellt, okay, wenn du hier arbeiten willst, wirst du versklavt, basically. Dafür wirst du aber auch dementsprechend bezahlt. Alles easy so. Aber das sollte man halt früh genug vermitteln, ne? Das ist halt der Punkt so. Also found this really cool meditation room. Digga, ja! That I thought was super neat. Look how delicious this food looks. Oh my goodness, I was so overwhelmed. Had some red wine on. Digga, was? Da arbeitet man? Das ist Arbeiten. Die Idee, um produktive Mitarbeiter zu feuern, war gut, die Umsetzung eher weniger. Denn andere... Angestellte mussten daraufhin die mangelnden Mitarbeiter kompensieren, über Nacht im Büro schlafen oder tonnenweise Überschichten einlegen. Daraufhin führte Elon Musk ein neues Verifikationssystem ein. Ey, das ist mega lost gewesen so. Twitter Blue. Jeder konnte sich damit den blauen Verifiziertagen erkaufen. Fortnite Kill 66. Twitter war zu der Zeit finanziell auf einem absteigenden Ast und durch dieses neue Feature sollte ein neuer Geldfluss ermöglicht werden. Und vor diesem Feature war verifiziert zu sein ein Statussymbol. Man war jemand Besonderes. Man hatte die Twitter Street Credibility. Und Elon Musk wollte durch das Verteilen der blauen Haken das niedrigere Volk ermächtigen. Das ist so sexy gemacht schon wieder, ne? Elon Musk wollte durch das Verteilen der blauen Haken. Wie einfach die Flüssigkeit auch blau gemacht hat, so. Das ist so sexy. Niedrigere Volk ermächtigen. Für ganze 8 Dollar konnte man sich ab sofort durch das neue Twitter Blue Feature einfach so einen blauen Haken erkaufen. Also an sich ist es ja nicht verkehrt, dass es ein Bezahlsystem gibt, so, dass man quasi, also ich glaube, die Twitter Blue Tweets werden auch häufiger angezeigt. Also sie werden quasi mehr vorgeschlagen, man kriegt quasi mehr Reichweite damit, so. Das ist ja okay, dass es sowas gibt. Und man kann ja auch, glaube ich, inzwischen mit Twitter Geld verdienen, soweit ich weiß, ne? Also irgendwie kann man ja mit Twitter anscheinend ganz gut Geld verdienen, so. Ich habe keine Ahnung, wie mich interessiert Twitter auch nicht. Aber ist dann halt dumm, dass quasi dadurch der ehemalige Verifizierungshaken gar keinen Wert mehr hat, so. Und das hätte man irgendwie anders lösen sollen, einfach. Um der ganzen Plattform zu zeigen, dass man verifiziert ist. Es gab nur ein Problem. Wie will man den echten Account einer Person oder einer Firma mit einem Fake-Account, der einen blauen Haken gekauft hat, auseinanderhalten? Eben. Ja, Barack Obama oder Barack Obama 1 halt, der quasi alles andere kopiert hat. Das ist halt schwierig, ne? Richtig. Gar nicht. Begonnen. Angriff der Klonkrieger hat. Oh boy, die Trolle waren bereit wie noch nie. Und wie sie bereit waren. Was darauf folgte, war einer der einflussreichsten Trollwellen des Internets. Und sie waren erbarmungslos.
Ein zweiter Tesla hat soeben das World Trade Center getroffen. Oh Gott. Spaß doch, sehr witzig. Das ist nicht gut für die Firma. Wir haben gerade die Regierung von Brasilien gestürzt. Okay, wir sollten das Feature vielleicht jetzt... Wir klauen euer Wasser und verkaufen es euch wieder. Cola ist besser. Wir haben ein paar Aliens getötet. Ich bin gestorben. Auf tragische Weise. For Nintendo simply tweeted... A picture of Mario. You are not my friends anymore. Der Tesla-Bot hat gelernt, rassistisch zu sein. Yeah, you can fuck the Pokemon in the new one. Who wants Mr. Bean to eat their pussy tonight? I miss killing Iraqis. Bruder, was? No! Nicht okay, nicht okay. Back in Coca-Cola. Nice. Ein Verif. War das nicht EDP? War das? Wer war das nicht? Es war nicht EDP, no. Oder? We will put cocaine back in Coca-Cola. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ein verifizierter Twitter-Account. Digga, was zum Fick ist das für ein Spiel? I am over here stroking my dick. I got lotion on my dick right now. We're adding sex. Badance Chucks. Okay, nee, 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 da doch nicht alles. To Roblox. I got lotion on my dick right now. Ich kenne davon, ja, ich kenne davon sogar eine längere Version, wo ihr darüber redet. We're mit AI auch, Digga. Adding sex to Roblox. Verified as Jesus Christ. Es scheint, als hätte ich mehr als 12 Anhänger. Leute, die sich nicht klar als Parodie-Account angeben, werden suspendiert. Ich liebe es, morgens aufzustehen und meinen eigenen Urin zu trinken. Das ist nicht lustig, Leute. Ich esse Kacke zum Frühstück. Ich bin Elon Musk. Das ist keine Parodie. I make the rockets. Who could have seen this coming? What? Wir finden es okay, wenn ihr Punika aus dem Supermarkt klaut. Strafgesetzbuch. Paragraph Nummer 104. Wissen wir natürlich, ist uns aber egal. Und dann gibt es noch den Tweet von Ellie Lilly and Company, eine Insulinfirma, die seit Jahrzehnten Insulin verkauft. Der Durchschnittspreis von Insulin in Amerika liegt bei $98. Diese Firma verkauft Insulin für $275, während man gerade mal $10 für die Produktion braucht. Bin ich happy, hab ich Dollar, klatsch ich doll. Für ein Produkt, was zahlreiche Menschen täglich brauchen, um am Leben zu bleiben. Have to pay for this or I die in about 2 days. Und so entschloss sich ein Twitter-User dazu, einen Fake-Account der Firma zu erstellen und vor den Augen von ganz Twitter anzukündigen, dass Insulin ab heute umsonst sei. An account that appeared to be from the... Ach so, und dann haben quasi Leute es überall geklaut, oder pharmaceutical was? Company Eli Lilly announced that all insulin would now be free. Excited to announce... Aber 10.000 Likes hat doch kaum jemand gesehen, oder? Insulin is... Weil es wird gerade so groß angekündigt, als ob das so ein Riesending gewesen wäre. Insulin is free now. Wasn't true, of course. Der echte Firmen-Account hat danach noch verzweifelt versucht, das Ganze klarzustellen, doch es war bereits zu spät. Das war ein verifizierter Account. Lügt ihr etwa? Kurz danach fiel der Aktienpreis der Firma um einige Prozent, was für zahlreiche unterhaltsame... Ach so! Ach so! Es haben quasi... Tweets und Schlagzeilen sorgte. $8. God damn, I love the internet, dude. Was wiederum dafür sorgte, dass sich Leute durch die riesige Aufmerksamkeit auf diesen Tweet fragten, warum zum Fick Insulin überhaupt so viel kostet und warum zum Teufel Amerikaner Medikamente rationieren müssen, welche sie zum Leben brauchen. Why isn't life-sustaining insulin free? Or at the very least, much, much cheaper than it is now. Und so wurde eine enorm große Aufmerksamkeit auf... Krass, habe ich null mitgekriegt sogar. ...das amerikanische Insulinproblem gebracht und andere Insulinproduzenten mussten börsentechnisch eine ganz schön rote und eklige Woche verzeichnen, was wiederum in einem Milliardenschaden endete. Digga, was? Wegen einem Tweet? Wall Street fell for that. Der daraus resultierende politische Druck auf die Insulinfirmen sorgte dann einige Monate später dafür, dass der offizielle Insulinpreis von Ellie Lilly and Company auf $35 pro Monat gesetzlich reduziert wurde. Gesetz? Digga, was? Das habe ich ja null mitgekriegt. Ist voll krass. A medical game changer. Drugmaker Eli Lilly is slashing the price of insulin for millions of Americans with diabetes at $35 a month. It will change a lot of people's lives. Digga, das ist heftig. Dieser Tweet war wahrlich der großartigste Shitpost aller Zeiten. Das ist schon was. Aber sollten die Menschen den Helden nicht kennen, der sie gerettet hat? Jeder kann ein Held sein. Auch ein Mann, der etwas so Einfaches tut. Wie für $8 Twitter Blut zu kaufen. Man hatte die kommenden Tage auf Twitter das... das
links. Gefühl, dass es mittlerweile um viel mehr ging als nur Troll. Es wurde eher zu einem Spiel. Ein Spiel, in dem es darum ging, am meisten Schaden mit seinen Tweets anzurichten, um das neue Twitter unter Elon Musk Leitung noch weiter in den Ruin zu stürzen. Fake-Accounts von bekannten Politikern wurden erstellt, die teilweise sehr, sehr sauer darüber waren. Zu eurer Information, es geht ein Fake-Account von mir umher, der mich nachmacht und viral geht. Zu eurer Information, es geht ein Fake-Account von... Die Fake-Accounts tweeten den Tweet. Der umher, der mich nachmacht und viral geht. Echte Firmen-Accounts, die daraufhin verzweifelt tweeteten, dass sie der echte Account sind, mussten sich daraufhin in den Kommentaren mit zahlreichen Trollen darum streiten, wer nun der echte von ihnen ist. Um Nachahmer zu bekämpfen. Also an die, die Twitter nicht kennen, ne? Man hat den ganz normalen Anzeigenamen, den kann man customizen, wie man will. Und dann gibt es den Ad-Namen. Und der ist einmalig. Quasi daran kann man erkennen, ob es der echte ist. Aber halt, wenn Twitter-Support vergeben ist, dann kann man halt einfach Twitter-Support machen. Und dann ist es nicht mehr das Originale so. Und es sieht aber genau, es sieht trotzdem original aus, ne? Wenn der einfach, keine Ahnung, Fortnite-Kili 66 steht, dann ist es natürlich, dann merkt man, okay, das ist nicht der richtige Ad so. Und der Anzeigename ist einfach ein anderer. Aber wenn der halt Twitter-Support heißt, dann fällt das ja nicht mehr auf, so. Haben wir ein offiziell Label hinzugefügt? Nein, haben wir nicht. Ich habe euch beide gemeldet. Und zahlreiche Journalisten übernahmen schonungslos die Informationen von irgendwelchen Troll-Tweets auf Twitter. Schöner Artikel. Hervorragend recherchiert. Plötzlich tweet... Was? Irgendwelchen Troll-Tweets auf Twitter. Schöner Artikel. Hervorragend recherchiert. Plötzlich tweeteten verifizierte Leute, die schon seit Jahren... George Washington. Tot sind. George Washington folgt mir jetzt und er ist verifiziert. Und Twitter wurde zu der einzigen Plattform im Internet, auf der sich ein verifizierter Papst Franziskus-Account mit dem toten Martin Luther und Papst Johannes Paul I. auf einmal unterhielt. Bitches GTFO, I'm in France, popping bottles, getting lit. Daraufhin wurde dann verzweifelt ein neuer Verifiziertagen eingeführt. Ja, genau, das ist halt die Kacke. Was ist das für eine unübersichtliche Scheiße? Für wirklich Verifizierte. Und die Leute, die sich für 8 Dollar einen blauen Haken kauften, für eine Plattform, die man komplett umsonst benutzen kann, bekamen nicht nur sehr viele böse Blicke von WinRAR und Wikipedia ab, sondern hatten die kommenden Monate auch eine sehr schwere Zeit auf Twitter vor sich. George spoke really good Spanish in my video. This motherfucker paid for Twitter. Verify account. Ich hab nicht für Twitter bezahlt. Ich hab bezahlt für freie Meinungsäußerung. Die Leute mit blauem Haken fingen daraufhin verzweifelt an, ihre eigene Version von dem Meme zu posten. Doch waren sie damit offensichtlich in der Unterzahl. Die Hashtags BlockDeadBlueChecks und BlockTheBlue trendeten daraufhin in den Twitter-Trends. Side-Eye an Jules, weil er selbst Twitter Blue hat. Viele Leute dazu entschieden, alle... Jules müsste selbst für Twitter zahlen. Mit Blau. Aber wie gesagt, es bringt auch was. Man kriegt halt mehr Reichweite damit und kann halt dadurch Geld verdienen. So. Und das ist, keine Ahnung. Um Haken nicht mehr auf ihrer Timeline haben zu wollen. Ich alle Twitter Blue Accounts auf meiner Timeline blocke. Wow. Und so hat die Welt verändert. Innerhalb der ersten 2 Tage ein riesiger Online-Klassenkampf live vor den Augen. Das ist so ein Twitter-Ding einfach. Ja, kein Schwanz hat davon mitgekriegt. Juckt. Aller Menschen. Von den fast 7000 gefeuerten Mitarbeitern versammelten sich auch 2 Leute vor dem Twitter-Hauptsitzgebäude und gaben Interviews. What was your position here? Software engineer. How long have you been working here? 3 years. 2 Typen mit den Namen Daniel Johnson und Rahul Ligma. Nee. L-I-G-M-A. L-I-G-M-A. Ja. Ligma. Nee. Willkommen zurück, Ligma und Johnson. Außerdem wurden ein paar Accounts, welche bis dahin in der Twitter-Hölle der verbannten Accounts schmorten, durch Elon Musk wiederbelebt. Mit dabei waren Persönlichkeiten wie der Psychologe Jordan Peterson. Dre Dan Swag auf. Die Satire-Zeitschrift Babylon Bee. Kanye West, der erstmal ein unschuldiges Shalom postete. Shalom und danach wieder Judenhass. Hey, good morning, Kanye. Shut the fuck up. Den kenne ich, den Clip. Und kurze Zeit danach anfing, den härtesten Antisemitismus seines Lebens zu droppen. Nochmal, man muss sich da schon von distanzieren, auch wenn das nur in dem Video läuft und ich nur darauf reacte. Digga, Kanye ist komplett durchgedreht, Junge. I also love Nazis. Germans had a really cool leader at one time. Hitler. Digga, was? Der ist so durch, weshalb? Er ist so durch, wirklich, ne? Der auch kurze Zeit danach wieder von der Plattform gesperrt wurde. Das ist jetzt ein Subreddit für Taylor Swift. Es war eine gute Zeit, Leute. Andrew Tate, der entbannt wurde, da
woraufhin dann zum Twitter-Hauptsitz flog, sich bei Elon Musk bedankte und sich kurze Zeit danach vor den Augen der ganzen Welt in einen Hardcore-Twitter-Beef mit Greta Thunberg stürzte. What color is your Bugatti? Polizei beschlagnahmt Luxusautos. Trump, der nach einer demokratischen Abstimmung, bei der einfach mal 15 Millionen Leute mitgemacht haben, stimmt, Trump war auch gesperrt von Twitter. Trump war von Twitter gesperrt, nachdem er die Wahl verloren hat. Der nach einer Demokratie. Aber auch, ist irgendwie auch ein bisschen feige von Twitter, ne? Die haben sich erst dazu entschieden, obwohl er quasi die ganzen Falschaussagen und sowas schon getätigt hatte. Sie haben sich erst getraut, ihn von der Plattform zu schmeißen, nachdem er die Wahl endgültig verloren hatte. Das war so ein bisschen. Trump, der nach einer demokratischen Abstimmung, bei der einfach mal. Ja, okay, also ach so, Elon Musk hat die Umfrage gemacht, ob Trump zurückkommen soll. 15 Millionen Leute mitgemacht haben, entsperrt wird, sich danach dann aber doch wieder dazu entschied, auf seiner eigenen Plattform zu bleiben. Yo, Obama, wanna hop on Minecraft right now? I got a few hours away from Melania. Generell wurden viele Leute, die einst gebannt waren, wieder auf Twitter zugelassen. Außerdem sind eine hohe Anzahl an Twitter-Bots und Spam. Man wird auf Twitter aber auch zu leicht gebannt. Also man wurde früher auf Twitter echt, finde ich, zu leicht gebannt. Ich wurde auch schon mal gebannt. Also, wobei nicht endgültig, aber zumindest vorübergehend für eine Woche und so ein Scheiß. Und auch da dachte ich mir so, Digga, ja, zieht man Stock aus dem Arsch, ganz ehrlich. So, natürlich wegen Dingen, die nicht okay waren. Aber trotzdem, wo ich denke, dafür brauche ich keinen Bann für eine Woche so. Gebannt waren, wieder auf Twitter zugelassen. Außerdem sind eine hohe Anzahl an Twitter-Bots und Spam-Accounts verschwunden. Gio wurde perma gebannt. Ernsthaft? Ich habe gesehen, Gio folgt mir seit kurzem auf Twitter. Aber ja, stimmt, der heißt GeoRap 2, glaube ich. Aber warum wurde er permanent auf Twitter gebannt? Das ist so, warum? Wieder auf Twitter zugelassen. Außerdem sind eine hohe Anzahl an Twitter-Bots und Spam-Accounts verschwunden. Ja, genau, aber Porn findest du auf Twitter wie Sand am Meer. Das ist eben der Punkt so. Auf Twitter ist ja alles erlaubt. Du darfst auf Twitter ja alles posten. Du darfst da den obszönsten Scheiß, alles NSFW-Content, alles was posten, was du willst so. Aber früher halt bei irgendwelchen anderen Dingen waren die dann doch sehr empfindlich. Oder wurde schnell mal ein Tweet gelöscht und alles. Ja gut, deine damaligen Tweets, die waren Banger, Alter. Meine schwarzen Humor-Tweets waren Banger. Eine hohe Anzahl an Twitter-Bots und Spam-Accounts verschwunden. Twitter konnte zuvor außerdem jegliche private Nachrichten völlig legal mitlesen. Auch die Chatverläufe von Politikern. Auch dies wurde geändert. Das ist was Gutes, so. Wird auch viel zu wenig drüber geredet eigentlich. Social media platform has been handing over private messages to government agencies. Für viele Leute war das dennoch so, wie als würde Spider-Man plötzlich nochmal kurz vor dem Endkampf sich mit all seinen Erzfeinden konfrontiert sehen. Einige Leute waren dementsprechend nicht sehr erfreut über Elons Rolle als CEO und die Rückkehr der verbannten Twitter-Accounts und deaktivierten daraufhin ihren eigenen Account, beziehungsweise tweeteten darüber. Glückwunsch, dass die Welt verändert, so. Weil das ihren Account deaktivieren, um zu sehen, was Leute davon denken, ja, wenn sie ihren Account deaktivieren. Die Anzahl der Twitter-User ist nämlich rasant gestiegen. Der Hashtag Kill Elon Musk und RIP Twitter landete in den Twitter-Trends. Die Leute waren sehr sauer. If Elon Musk successfully purchases Twitter, it could result in World War III. Ja, Digga, ey, echt, das ist wieder so ein typisches Twitter-Ding einfach. Ja, genau das wird passieren, ich glaube auch. Danke, Elon, danke nochmal. In den Monaten wurden Majora's Mask-Moment einfach. Und dann einige Features eingeführt. Der sogenannte Fact-Checker kann Leute, die einfach nur Missinformationen verbreiten wollen, komplett auseinandernehmen und den Thread mit einem. Ey, das sieht so echt aus, ne? Das sieht so wahnsinnig echt aus einfach. Richtig stellen im Kommentar ergänzt. Ah, das ist cool. Das ist cool, dass es das gibt so. Das ist echt eigentlich ein gutes Feature. Bin ein Alpha. Die Liberalen fürchten mich. Josh missrepräsentiert seine Identität. Hab eine kolumbianische Frau im Urlaub getroffen. Der User wird jetzt beschuldigt, die Frau umgebracht zu haben. Gut. Dann wurde ein Feature eingeführt, mit dem Twitter Blue-Nutzer 8 GB Videos hochladen können. Und die nächsten Tage hatte man auf seiner Timeline das Gefühl, ja, durch die Netflix-Bibliothek zu scrollen, weil Leute von Filmen wie Shrek der Dritte, Fast and the Furious oder dem Super Mario-Film, der einfach erst seit 2 Tagen draußen war, alles Mögliche an Filmen hochluden. L plus Ratio plus Full Iron Man Movie. Nintendo und andere Filmstudios hatten da natürlich absolut gar kein Problem mit. Danach konnte man als Twitter Blue Abonnent auch anstatt 280 Zeichen jetzt 4000 Zeichen benutzen, nur um dann noch öfter den Satz halbe Bibel, ganze Hurensohn in seinen Kommentaren zu lesen. Später kam dann das Go Outside and Touch Grass Update, bei der man nur noch eine bestimmte Anzahl an Tweets pro Tag lesen konnte, damit Twitter User endlich mal wieder mehr rausgehen.
Das ist wieder so eine Elon Musk-Sache einfach. Also wie weird ist das denn bitte, dieses Feature? Anstatt an Tweets pro Tag. Also ich finde es natürlich witzig. Man kann sowas am 1. April mal vielleicht machen. So von wegen so, ja, Digga, geh raus, touch some grass, du bist zu viel auf Twitter. Erstens, weil es ist doch mega schädlich für die eigene, also wenn die App nicht mehr genug genutzt werden kann oder nicht unendlich genutzt werden kann, ist es doch nicht gut für die App. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So. Und zum anderen, so, du kannst den Leuten doch nicht verbieten. Also, hä? So eine weirde Entscheidung schon wieder. Woher kommt das? Konnte, damit Twitter-User endlich mal... Das ist halt so ein Meme, aber er zieht das halt wirklich durch. ...wieder mehr rausgehen. Hat diese Anzahl noch nie erreicht. Ich folge eh niemandem auf Twitter, keine Ahnung. Ich hab's auch noch nie gesehen, aber es gilt für alle, oder was? Häufigkeits-Slam mit überschritten. Und heute ist die Plattform in keiner schlechten Verfassung und hat sich Monate nach dem Kauf von Elon Musk sehr interessant entwickelt. Twitter ist nicht gestorben, wie viele behauptet haben. Auch wenn man wirklich täglich das Gefühl bekommt, dass man auf einer sinkenden Titanic steht, die Stück für Stück mit Violinmusik untergeht. Endlich! Der momentane Plan von Elon Musk ist es, Twitter weiterhin in die sogenannte X-App, eine App für alles, zu verwandeln. Nachdem das Logo einfach mal über Nacht geändert wurde und zahlreiche Leute sich über den neuen Namen lustig machten, sind die... Okay. Ja, man muss immer aufpassen, wenn man jetzt, weil früher konnte man einfach googeln, Twitter-Videos-Downloader und jetzt suchst du halt X-Videos-Downloader und dann findest du ein bisschen was anderes, sag ich mal. Prozesse im Hintergrund weiterhin am Laufen. An Livestreams auf der Plattform wird bereits gearbeitet. Es gab doch schon Livestreams, oder nicht? Und andere Features sollen folgen, um in ein paar Jahren dann alle anderen Social-Media-Plattformen verschlingen zu können. Digga, woher kommt diese Truhe? Das hat er vorhin schon mal eingeblendet. Das ist Dark Souls? Digga, wie gruselig. Die nächsten Monate werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und eine Sache hat man über die Jahre auf jeden Fall gemerkt. Elon Musks Ruf hat sich deutlich verschlechtert. Damals war er unter all den Reichen dieser eine Milliardär, der einem ein bisschen das Gefühl gab, dass die superreichen Menschen der Erde am Ende des Tages auch nur Menschen sind. An einem Join-Scene in Joe Rogans Podcast. Ein Meme-Review bei PewDiePie hosten. Oh my God. Geklaute Memes von Reddit auf Twitter posten oder der Meinung sein, dass die Erde innen drin leer ist und Donkey Kong darin lebt. Ein ganz normaler Mensch eben. Oder als Elon Musk als einzige Instanz mit Macht den Leuten auf Reddit bei der GameStop-Saga geholfen hat und sogar kurz dem Wall Street Bets Discord beigetreten ist. Was? Digga, was? Dieser Mann ist kein Genie. Er ist eher ein Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann mit wirklich sehr bedürftigem Humor, der ab und zu mal was auf Twitter-Shit postet. Elon, du hast eine Präsentation in 50 Minuten. Hör auf, Memes zu posten. Gleichzeitig hat er den Raumfahrt über die letzten Jahre weitergebracht, als es irgendein Mensch jemals schaffen konnte. Auch wenn man sagen muss, dass viele seiner Versprechen und Visionen sich am Ende als leere Worte entpuppten, ist er im Kern immer noch darum bemüht, die Welt weiterzubringen. Und das ist deutlich besser, als auf irgendeiner Yacht zu sitzen und zu warten, bis die Welt untergeht. Der lebt null einen reichen Lifestyle, ne? Muss man auch dazu sagen. Das Video endet auch hier. Wunderschön, Alter. Aber der lebt null einen reichen Lifestyle, würde ich sagen. Also gibt's nicht auch sogar ein Video davon, wo man das mal rausgefunden hat, dass er in so einem Tiny House neben seiner Tesla-Fabrik lebt, in so einem Zimmer im Prinzip. So, der hat, ich weiß nicht, was er wirklich besitzt, so an Immobilien und Yachten und so einer Kacke, weil der kann sich ja legit die ganze Welt kaufen. Das ist, der Typ ist einfach ein Rätsel. Voll melancholisch am Ende geworden einfach. Ah, sehr schön. Junge, das Video ist der Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel darüber zu reden gibt, aber ja, Jules mal wieder. Ich hau euch hier den Link in den Chat und poste den bei der Reaction auch in die Videobeschreibung. Wisst ihr Bescheid? Alter, Wahnsinn. Mad Respect.